Guten Morgen, ich trinke wieder meinen guten Morgentee mit dir. Schwarzer Tee mit Milch. Und ich freue mich, dass ich heute nach München fahre mit der Esther und der Petra zu einer Designerin, die ganz schöne Kleider macht, nur für Frauen. Und auch diese Frau hat eine unglaubliche Geschichte dahinter, die ich mir heute anschaue, die ich erfahren werde, kennenlernen werde und berichten werde. Und jetzt können wir, wenn du möchtest, wieder in die Dankbarkeit gehen, einfach für diesen schönen Tag, für dass du da bist. Hallo Isabel, Birgit, Bettina, schön, dass ihr da seid. Einfach das Herz schlägt, dass die Atmung funktioniert, dass das Leben schön ist. Einfach mal Hand aufs Herz und so richtig diese Dankbarkeit fühlen. Oh, danke für die Herzchen, liebe Isabel. Da freue ich mich sehr. Danke, danke, danke. Hallo Bettina. Also einfach mal einatmen und auch bewusst wahrnehmen, dass deine Atmung, oh, noch eine Bettina, hallo, dass deine Atmung völlig von alleine funktioniert. Und spür und denk dafür mal Danke. Danke, dass ich nicht auch noch meine Atmung steuern muss. Danke, dass ich nicht auch noch das und das tun muss, was auch immer dir jetzt hochkommt. Ja, einfach mal sich bewusst machen, was für Prozesse dein Körper die ganze Zeit macht, wie er sich selber heilt, wie er sich selber schützt, wie er dir Gedanken und Gefühle liefert, ohne dass du sie bestellst. Auch das Gefühl von Angst kommt, ohne dass du es bestellst. Und das macht dein Körper alles von alleine. Das machst du nicht bewusst. Und nimm das mal jetzt so bewusst wahr. Bedank dich mal einfach dafür bei deinem Körper. Der will das nämlich auch mal hören oder spüren. Und du fühlst dich da jetzt mal hinein. Mach das einfach mal mit und schau, was es bei dir tut, wie sich das anfühlt. Einfach mal spüren, dass alles läuft. Alles läuft. Alles funktioniert. Guten Morgen, Maria. Lasst uns den Tag heute mit innerer Zufriedenheit, Dankbarkeit, Glück und ganz viel Liebe beginnen. Ganz viel Liebe. Einfach mal ein- und ausatmen, alles Schwere ablassen, alles Unnötige, alle Ängste, Sorgen, Zweifel, den Kampf unterbrechen, das Funktionieren unterbrechen und sei einfach mal die nächsten 3 oder 5 Minuten bei dir. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Und spür einfach mal diese Liebe, die in dir auch ist. Ja, da ist deinem Unterbewusstsein ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Ist da viel Liebe. Vielleicht ist sie vergraben über die letzten Jahre, nicht gesehen worden von dir, nicht bewusst wahrgenommen worden, dass du bewusst und unterbewusst ganz viel Liebe hast für dich. Dass du dir alle Gefühle, nach denen du dich sehnst, dir selber geben kannst, selber fühlen kannst.
Das fängt mit der Dankbarkeit für dich und deinen Körper an. Spür mal rein, wo spürst du das in deinem Körper? Diese Liebe, die da ist, die gesehen, gefühlt werden möchte. Da ist so viel Schönheit, Gefühl, Freude, Leichtigkeit, Liebe. Und schenk dir mal all das, was du dir von anderen wünschst. Vielleicht, ich will gesehen werden, ich bin gut, wie ich bin Liebe, ich bin genug. Schenk dir das und spür das. Das Wichtige ist, das zu sagen und auch zu spüren. Zum Beispiel, der Satz macht viel mit mir, ich bin genug. Ich liebe mich oder ich bin Liebe. Und sag dir das mal selber und schau mal, was, wie sich das anfühlt. Ja, das ist wirklich schön. Ich bin genug. Ich bin Liebe. Ich liebe mich. Ich bin genug. Ich liebe mich. Und das jetzt zu spüren, das ist der Wahnsinn. Das ist wie eine Droge, wie der erste Joint mit 17 oder wann auch immer, den man endlich gespürt hat, wo man die ganze Zeit gedacht hat, wie fühlt sich das denn jetzt an? Und schau mal, wie fühlt sich das für dich an? Ich bin genug. Ich bin Liebe. Alles ist gut. Es ist für mich gesorgt. Ich bin dankbar. Ich bin pure Freude. Ich bin pure Leichtigkeit. Ich bin dankbar. Ich atme tief ein und aus und ich bin einfach dankbar. Ich spüre diese Dankbarkeit, diese Liebe, diese Wärme. Ich spüre sie in mir. Sie ist da. Und sie wird immer größer. Vielleicht spürst du es als Wärme in der Herzgegend oder Kribbeln im Kopf oder gar nichts. Das ist auch okay. So wie du das spürst, ist es für dich richtig. Hallo Inge, Christina, macht mit. Lasst uns ganz viel Dankbarkeit uns selbst schenken. Denn das ist auch ein schöner Satz. Spür da mal hinein. Liebe beginnt in mir. Da könntest du auch die Finger dazu nehmen, mit dem Daumen die ersten drei Finger abfahren, Hand auf dem Herz lassen und einfach wirklich sagen, Liebe beginnt in mir. Liebe beginnt in mir. Das ist ein Tool, was es gibt. Liebe beginnt in mir. Liebe beginnt in mir. Das hilft dir, dir bewusst zu machen und dein Unterbewusstsein mitzunehmen. Dadurch werden die Gehirnhälften verknüpft, dass du dich öffnest dafür, für das Gefühl, dass dir bewusst wird, ach so, Liebe muss ich ja fühlen. Liebe beginnt in mir. Und nicht bei meinem Partner, dass der ständig kommt und sagt, ich liebe dich, du bist die Königin. Wenn du das möchtest, sag dir das selber. Ich bin die Königin. Ich bin die Königin. Ich bin die Herrscherin über mein Königreich, über mein Business oder wie auch immer. Sag dir das, aber spür's, fühl's. Liebe beginnt in mir. Frieden beginnt in mir. Heilung beginnt in mir. Erfolg beginnt in mir.
Das sind große, mächtige Wörter und Gefühle. Vielleicht kannst du das auch spüren. Hallo Irmgard, schön, dass du da bist. Lass uns Dankbarkeit aufnehmen, tanken, wahrnehmen. Lass uns auffüllen für den ganzen Tag, dass das Kämpfen vorbei ist, dass das Funktionieren vorbei ist. Lass uns die Tanksäulen anzapfen mit Liebe, Frieden, Erfolg, Gesundheit, mit allem, was du brauchst. Mit allem, was du brauchst, das kannst du dir selber geben. Dann bist du unabhängig und frei, emotional unabhängig und frei, unerschütterlich. Guten Morgen, Pavla, meine Powerfrau. Schön, dass du da bist. Füll dich auf und fühle das. Das ist ein Tool, auch ein Tool aus dem Mindset-Training, das zu fühlen. Zu fühlen, dass du es kannst. Sei offen dafür. Sei offen. Sag nicht, ach, das kenne ich schon von so vielen anderen. Mach das hier für dich. Lass das dein Werkzeug werden. Und wenn es bei dir hilft, teile es bitte mit deinen Kunden. Teile es. Erinnere die Menschen daran, dass die Liebe da ist, dass die Liebe in uns selbst beginnt. Bitte erinnere sie daran. All deine Kunden, Follower, Familienmitglieder, alle, die das dir zuhören, die das wollen, die dich fragen und bitten, wie geht das? Wie machst du das? Erinnere sie daran. Und immer wenn du dich ein Stück mehr spürst, wahrnimmst und liebst, heilst du auch viele, viele andere in allen Zeiten, viele, viele andere Menschen. Deine Ahnenreihe, vielen Frauen, die in der Vergangenheit verletzt wurden. Das beginnt in dir. Spür da mal hinein, wie mächtig du für dich bist und für andere Menschen. Hallo noch eine Birgit und hallo meine liebe Business-Powerfrau Irene. Spür mal rein in deine Großartigkeit. Irene ist ja schon länger dabei. Die kann das mit einem Schnips machen. Das bist du. Das ist deine Großartigkeit. Liebe beginnt in mir. Erfolg beginnt in mir. Und es darf leicht sein. Ich erinnere dich noch daran, es darf leicht sein, es funktioniert, es läuft, es wächst und gedeiht in Leichtigkeit, ohne zu verkomplizieren. Hallo Birgit, juhu, schön, dass du da bist. Mach mit, lass uns Dankbarkeit versprühen. Wir eröffnen jetzt. Unbewusst, ob du das weißt oder nicht. Danke, meine Powerfrau Pavla, für die Herzchen. Wir eröffnen übrigens, ohne dass du es weißt oder nicht, auch ein Feld. Nenn es morphisches Feld, metamorphosisches Feld, griechisches Feld, was auch immer. Mit dieser Dankbarkeit, da wo du gerade bist, physisch und wir jetzt miteinander verbunden sind. Das finde ich unglaublich schön, dieses Feld von Dankbarkeit zu spüren. Diese Dankbarkeit, die du jetzt gerade für dich empfindest. Alle, die jetzt live dabei sind und auch alle, die das später machen, denn Gefühle sind nicht zeitlich, haben keine zeitliche Variable. Hallo Christina,
Powerfrau, Nachnamen Axt, das klingt nach Kraftenergie. Und diese Dankbarkeit, die du jetzt in dir spürst und dieses Feld, was wir jetzt eröffnet haben, das hilft heute ganz vielen Menschen, ganz vielen anderen Frauen, die sich dessen nicht bewusst sind, die nur funktionieren, die kämpfen. Es gibt noch so viele Frauen, die kämpfen, kämpfen, kämpfen und funktionieren. Lasst uns das verändern. In diesen 100 Tagen. Wir haben eine 100-Tage-Challenge. Ich bin eine Business-Power-Frau, lebe in Fülle und Wohlstand. Und ich erinnere dich jeden Tag daran. Also das macht die Michaela. Vielen Dank, Michaela. Die Michaela postet jeden Tag ein neues Bild. Denn Bilder transportieren auch Farbe und Energie. Und du fühlst dich immer daran erinnert und angesprochen. Es ist alles in dir. Ich erinnere dich nur daran. Ich erinnere dich daran, dass du gut bist, so wie du bist. Dass du Liebe bist, dass du Erfolg bist, dass du genug bist. Ich erinnere dich daran. Okay? Du kannst es 100 Tage mitmachen. Hallo Anita, danke für die Herzchen. 100 Tage mitmachen. Ich glaube, heute ist Tag 3 oder 4. Mach es mit und du wirst sehen, es wird unglaubliche Veränderungen in dir bringen. Denn du kreierst von innen nach außen. Ja, wir müssen nicht außen rumschrauben. Die Veränderung beginnt bei dir. Erfolg beginnt bei dir. Und ich hoffe, ich kann es dich spüren lassen, dass du es wirklich spürst, die Liebe in dir. Schreib mir das doch mal in den Chat, ob du was spüren kannst, ob sich was anfühlt. Und ich bin schon so gespannt, wie das von Tag zu Tag immer mehr wird. Wie du das von Tag zu Tag immer mehr spürst. Und dann hast du ein unglaublich hilfreiches Tool, was du immer anschnipsen, tagsüber anmachen kannst, wenn es mal nicht läuft, wenn mal du einen Brief öffnest, Nachzahlung und Schock, starr. Und dann weißt du sofort, okay, Liebe beginnt in mir, Frieden beginnt in mir, Erfolg beginnt in mir. Ja, dann bringt dich das raus aus diesem Schock, wenn auf einmal die Gedanken kommen, oh Gott, na, 10.000 Euro Nachzahlung, wie, was, wo. Dann läuft dieses innere, schwere Programm. Und das unterbrichst du. Du machst dich jetzt dafür stark, für deinen Tag und falls mal solche Schockmomente kommen, dass du dieses Programm, was dann läuft, da geht es um Existenzängste, Programme aus alten Zeiten, die dich jetzt nur beschützen wollen, aber die dich in dem Moment schwächen. Oh, danke Bettina, genau, warm ums Herz. Das ist schön, das ist schön. Wunderschön, das freut mich. Genau, schreibt mir das bitte rein, dass ich weiß, ob du es spüren kannst, ob du es aufnehmen, spüren kannst. Das ist mir wichtig. Sehr schön. Und so wie du es machst, machst du es auch für dich genau richtig. Egal, wenn du denkst, oh, ich merke nichts im Herzen. Und dann ist gut, dass du erstmal offen dafür bist. Und es annimmst. Dann merkst du, irgendwann macht es Klick. Irgendwann merkst du es. Okay? Und du bist dann unerschütterlich. Unerschütterlich. Mit diesem einfachen Tool. Und wenn du mehr darüber wissen magst. Oder mehr lernen. Mehr. Oder schneller da hineinkommen magst. Komm in meine kleine Coaching-Gruppe, die heißt Erfolgsmindset. Da gehe ich jeden Morgen 8.30 Uhr live, mache eine halbe Stunde Übung zum Loslassen, Transformieren, sich gut fühlen, aufs Ziel ausrichten, den Fokus halten, in Harmonie kommen mit dem Ziel. Alles Übungen nach dem Gesetz der Annahme, angelehnt an die Techniken, die ich bei Bob Proctor gelernt habe.
angelehnt an Techniken, die ich bei Damian Richter gelernt habe, Techniken, die ich bei Cordula Ahrens gelernt habe, Janine Minikus, ja, bei allen großartigen Coaches, bei Hermann Scherer, wo ich auch war, die ich da jeden Morgen immer so erzähle, wie sie gerade gebraucht werden. Ja, durch das Feedback der Teilnehmerinnen machen wir da sehr wertvolle Übungen, wo wir auch manchmal weinen, um etwas zu lösen. Ja, das geht tiefer. Da gehen wir wirklich ins Unterbewusstsein und lösen, lösen, lösen. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach. Okay? Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Du bist ein Geschenk, du bist dein Geschenk. Erkenne es. Schenk dir das, was du brauchst, um glücklich, zufrieden, erfolgreich zu sein. Das ist das Geheimnis. Und dann, ja, dann geht es weiter mit Ziele, Ziele in Resonanz gehen, Harmonie. Dann strahlst du das aus, ziehst du das an. Und das beginnt eben bei dir. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ihr Lieben.